Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüsse euch recht herzlich hier aus Meiringen zum Jungfrau-Zeitung Panorama. Heute haben wir für euch in der Sendung einen Einstieg in den Traumberuf Hotellerie, die Verleihung vom Kulturpreis Thun. Bevor wir jetzt zu unseren beiden Beiträgen kommen, geben wir euch zuerst noch einen kurzen Überblick über ein paar wichtige Neuigkeiten vom heutigen Tag. Head Coach Pulkkinen geht per sofort. Die Sportkommission von Unihockey Berner Oberland hat beschlossen, den Cheftrainer des Frauen-NLA-Teams von seinen Aufgaben zu entbinden. Die gegenseitigen Erwartungen zwischen dem Verein und Seppo Pulkkinen können nicht erfüllt werden, heisst in der entsprechenden Vereinsmitteilung. Ein neues Zuhörbänkchen ist in der Bahnhofshalle Thun. Nach einer langen pandemiebedingten Pause ladet und das Generationen-Tandem Passanten wieder ein, ihre Geschichten mit freiwilligen Zuhörerinnen und Zuhörern zu teilen. Wer Zeit hat, darf Platz nehmen und findet ein offenes Ohr. Beschuldigte bleibt in Haft. Im Oktober 2020 ist der Wirt vom Restaurant deshalb getötet worden. Seine beschuldigte Ehefrau bleibt im Gefängnis. Das Bundesgericht bestätigt die weiterhin vorhandene Verdunklungsgefahr. Die Strafuntersuchung ist unterdessen abgeschlossen. Wer in der Hotellerie arbeitet, der macht das häufig mit sehr grosser Leidenschaft. RockYourFuture.ch bietet Jugendlichen einen unkomplizierten und schnellen Einblick in verschiedene Berufe in der Hotellerie. Dass dort schon zu Feuer entfacht werden kann, das hat sich am Schnuppertag von RockYourFuture gezeigt. Vier Jugendliche in zwei Hotelbetrieben haben Einblick in ihre Tätigkeiten und ihre Visionen gegeben. Mein Kollege Patrick Schmid hat dort vorbeigeschaut. Du bist zum Schnuppern da, genau, ja. Von Rock Your Future. Genau so. Okay. Ich bin momentan hier als Hotel Kommunikationsfachmann. Ich rede einfach gerne mit Leuten und bin aufgestellt und will so immer anderen helfen. Tatsächlich habe ich das erfahren über meinen Vater. Also, er hat das in der Zeitung gesehen und er dachte, ja, das wäre eigentlich noch eine coole Idee. Dann habe ich mich angemeldet und hier, ich finde es eigentlich noch sehr cool, wie sie es hier umsetzen. Geniale Idee, finde ich sehr stark. Die Postenläufe ist eine super Sache. Ich finde es aber noch fast besser, wenn man wirklich in-depth einen ganzen Tag in zwei Berufe oder sogar nur in einen hineinschauen kann. Dass man wirklich Ahnung hat, was machen die Leute machen und nicht nur zuschaut und schnell so ein bisschen. Ah, ist eigentlich wie ein Schnuppern, nur einfach noch besser. Das, was ich mache jetzt hier, ist schon was Neues. Aber sonst Erfahrungen mit der Küche habe ich schon. Weil ich schon auch geschnuppert habe in der Küche und für mehrere Leute gekocht habe. Und ich möchte in Zukunft mein eigenes Restaurant haben. Gut, der Gastronomie denken ist sehr, 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 sehr weitläufig und sehr, sehr vielseitig, wenn man Karriere machen will. Man hat gewisse Möglichkeiten in jedem Feld der Gastronomie. Bei mir war es jetzt so, dass ich den Küchenchef im Militär gemacht habe, dass ich den Lehrmeisterkurs gemacht habe, dass ich dann noch weitergegangen aus Geis gemacht habe und jetzt eigentlich Betriebsführung darf machen darf. Darf das ich mit der Janine Wolf zusammen machen. Und das ist natürlich super, wenn man ein Team hat. Sie Büro, ich vor dem Gast, genial. Ich habe Kaffees gemacht und ich habe Tauer abgeräumt und auch ein bisschen deckt und alles. Ich habe schon lange im Hotel mal schnuppern, aber es gibt nicht so viele Stellen, wo man hier kann. Und nachher, weil meine Mutter von Spiez kommt, haben wir halt hier auch noch gerade geschaut. Und dann haben wir das hier gefunden. Fachkräftemangel ist in aller Munde und gerade in diesen herausfordernden Zeiten finden wir, es ist halt besonders wichtig, jungen Leuten eine Chance zu geben, zu schnuppern, eine Ausbildung zu machen und so dem ganzen Fachkräftemangel entgegenzuwirken und die Zukunft der Branche mitzugestalten. Also ich koche so, was man so macht und wie man so die Sachen herstellt und auch so im Bett, was man alles herstellt. Und das ist noch spannend. So ist dir das bewusst gewesen? Ja, schon immer ein bisschen, aber nicht so fest, wie es jetzt klar wird. Vielen ist gar nicht so bewusst, was hinter der Dienstleistung steht. Man denkt immer so, Übernachtung mit Frühstück ist eine relativ schnelle Sache. Aber die Leistung, die die Mitarbeitenden eigentlich vollbringen, damit sich der Gast wirklich wohlfühlt und damit eben so dieses Komplettangebot der Hotelübernachtung zustande kommt, ist, glaube ich, das, was die Schnuppernden beeindruckt, dass sie sehen, wie vielseitig unsere Branche und der Job eigentlich ist und dass sie das mit nach Hause nehmen und eigentlich dann im Hintergrund behalten, dass es eben entspannt spannender Job ist, den man dann später auch lernen kann. Mir wird Hotelkommunikationsfachfrau gewünscht. Das ist ja so ein neuer Beruf und da macht man schon auch ein bisschen das, aber noch ein bisschen mehr Rezeption. Leidenschaft und inneres Feuer sind auch für Künstlerinnen und Künstler wichtig, wenn sie es zu etwas bringen wollen. Die das innere Feuer haben, werden beispielsweise am Kulturpreis in Thun ausgezeichnet.
Weil die Preisverleihung wegen Covid letztes Jahr nicht hätte durchgeführt werden können, sind dieses Jahr gerade von zwei Jahrgängen Preise verteilt worden. Meine Kollegin Gina Krückel hat mit drei der diesjährigen Preisträger geredet. Franziska Streun, Pedro Pichler und Monika Ergerter sagen, was der Preis für sie bedeutet und was sie damit vorhaben. Sportübergreifend Musik und eben sonst noch wegen Kinderbücher, die ich schreibe, oder einfach allgemein kulturell. Eine wunderschöne Ehre, eine schöne Anerkennung und ein super Zustand, um eigentlich all die Projekte weiterzuziehen, die jetzt vielleicht während Corona so ein bisschen stagniert sind und die auch können zu finalisieren. Das ist super. Ich habe ein Kinderbuch geschrieben, «Chuchu und Roro», eine Geschichte zur Freundschaft und Toleranz. Und dort habe ich den Plan gehabt, dass ich das gerne würde in verschiedene Sprachen übersetzen. Momentan existiert es auf Deutsch und auf Rätoromanisch. Schon mehr eigentlich alle Schweizer Landessprachen vertreten zu haben und vielleicht auch mal noch ein Animationsfilm dazu zu machen. Und das braucht natürlich sehr viel Energie, Zeit, Aufwand und auch ein gewisses Budget. Mein Name ist Franziska Streun und ich habe jetzt gerade den Literaturpreis von Stadt Thun überreicht bekommen. Ja, es ist einfach eine Ehre und ein sehr ein schönes Gefühl, auch von Wertschätzung her. Und, ja, es ist sehr schön. Und mit dem Preis kommt ja auch ein bisschen Geld. Wissen Sie schon, was Sie damit machen wollen? Grundsätzlich fließt es einfach in mein Arbeiten und stärkt mich natürlich, weil es mir ein bisschen Luft gibt, um mal ja, zu sagen, okay, jetzt habe ich einfach noch ein bisschen Reserve. So, ja. Wir werden gehen mit dem Kulturstreuer von Stadt für eigentlich wahrscheinlich auch sagen, das Lebenswerk. Wir haben nächstes Jahr 30 Jahre Jubiläum Zirkus Harlech. Also, wir waren überrascht, dass man wieder zurückkommt auf einen alten Kulturzweig. Und ich muss einfach mit dem Wort sagen, stolz. Wir sind stolz. Ob ihr an diesem Wochenende am besten in ein Museum gegen Kunst anschauen oder ob das Wetter zulässt, dass man sich in der Natur bewegt, das seht ihr gerade im Anschluss in der Prognose. So oder so wünsche ich euch einen grusamen Abend und eine gute Zeit. Auf Wiedersehen miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zum Jungfrau Zeitung-Wetter für das Berner Oberland am Freitag, am 12. November. Heute haben wir noch mal einen richtigen Herbstklassiker gehabt. Unten grau, oben blau. Wir sehen es exemplarisch auf der Webcam vom Harder. Oben drin haben wir wirklich kaum ein Wölkli und einen wunderbaren Blick auf das Nebelmeer. Heute also noch mal hochdruckbestimmtes Wetter. Das sehen wir auch schön auf der Strömungsanimation. Auf morgen gibt es aber eine Wetterumstellung. Wir sehen nämlich das Höhentief, das nähert sich dann morgen auch am Alpenraum. Entsprechend gelangt dann wieder ein bisschen feuchtere Luft zu uns ins Berner Oberland. In Nacht auf morgen ist es aber noch ruhig und am Morgenvormittag starten wir noch mal ähnlich wie in den letzten Tagen in den Tälern, vor allem so Richtung Aaretal zu, zum Teil mit Nebel, die Obergrenze bei rund 700 Meter drüber. Da ist zumindest noch teilweise sonnig. Aber im Verlauf des Vormittags werden die Wochen immer zahlreicher Temperaturen. Die liegen dann am Morgen früh zu Thunspiez oder zu Interlaken bei rund 2 Grad. Am Nachmittag da ist es doch zunehmend stark bewölkt. In weiterer Folge gibt es ein bisschen Regen, Schnee, aber etwa 16 bis 1800 Meter Mengen. Die halten sich aber noch in Grenzen. Die Temperaturen die reichen in tiefen Lagen rund 10 Grad. Das Grindelwald gibt es Höchstwert um die 9 Grad. An der Boden gibt es noch maximal etwa 8 Grad. In Nacht auf den Sonntag und am Sonntag selber geht es mit vielen Wolken weiter. Gebietsweise wird es nass, Schnee gibt es bis knapp unter 1500 Meter Temperaturen. Die reichen zu Interlaken noch rund 8 Grad. Dann am Montag haben wir wieder Hochdruckwetter in den Bergen. Da wird es recht sonnig, trotz ein paar Wolkenfelder unterhalb von etwa 12 bis 1700 Meter. Haben wir aber zum Teil hartnäckigen Hochnebel. Das gleiche Spiel, hier am Dienstag und Mittwoch Temperaturen bei rund 8 Grad. Interlaken auf den Donnerstag ist dann wahrscheinlich der Hochnebel kein Thema mehr. Allerdings erreicht uns dann aus heutiger Sicht der nächste Störung.
Das war es vom Wetter. Jetzt wünsche ich einen ganz guten Start ins Wochenende. Und bis gleich, auf Wiedersehen miteinander.